tödlich verwundet. Oh, nice. Kann ich meinen Tiergefährten sterben lassen. Aber ist auch ein unnützes Viech. Geschützt. So, diesen Jagdruf werden wir auch gleich wieder machen. Nämlich dann genau, wenn wir zurückspringen können. Nämlich zurückspringen, Jagdruf und wieder draufspringen. Oh, dumm. Na, das hat sich... Muss man wohl viel zu schnell hintereinander machen. Schade. Ich kann nicht mehr lange. Ach, der ist tot. Der hält nichts mehr aus. Oh, habe ich jetzt den Hund wiederbelebt? Wollte ich gar nicht. Hier seht ihr es. Mein Tipp an euch. Wenn ihr ein... Quest beendet hat und das hört an solchen Orten wie hier auf. Oder an sich, wenn ihr einfach eine Quest beendet, dann bleibt noch ein bisschen in der Umgebung. Richtig, richtig oft ist es so, dass es da noch ein Folgequest gibt. Das wissen die meisten gar nicht. Die meisten machen Quests und rennen dann weiter. Aber hier gibt es auch noch Folgequests. So, ich gehe einfach mal weiter. Das Ei scheint unverseucht. Vielleicht ein wenig Hoffnung in diesem Alter. Oh, noch mehr Quest. Alles töten. Ich folge dem einfach mal. Der hat ja ein Ei dabei. Oder? Soll ich dem Typen mal folgen? Ja, ich folge dem einfach mal. Ich gucke mal, was passiert. Hiermit kann man sein Tiergefährte einpacken. Dann ist er weg und so kann man auch wieder rufen. Das ist relativ hilfreich außerhalb des Kämpfens. Aber ich glaube, der hat nichts. Unglaublich! Aus dem Ei schlüpft. Die Ernte beginnt! Aus dem Ei schlüpft schon was? Das ist ja cool. Was ist denn da drin? Ein prächtiger Lindwurm! Der wird einen guten Gefährten abgeben. Ich möchte auch einen haben. Ich möchte auch einen Lindwurm. Och, seid ihr gemein. Ihr kriegt alle Lindwürmer und ich nicht, oder wie? Giftiger Pilz. Oh, hier ist schon das nächste Event. Oh, ein Giftschleim kommt da raus. Blöd. Ja, das ist blöd. Ich finde, es ist blöd, dass man keine Zauber wirken kann. Weil dann, also keine Fähigkeiten, während man zurückgesprungen ist. Mit Monarchensprung, sonst kann man Monarchenstich nicht mehr machen. Und tötet dich meine Lindwurm, Junges. Hier möchte ich noch zähmen. Aber warum sind die alle gelb? Und ein Jaguar gibt's ja auch. Na, oh, blöd. Warum hast du dich noch nicht zähmen lassen? Bist du selbst schuld? Kann ich den Jaguar auch nicht zähmen? Wieso das denn nicht? Ich find's schade. Weil es war für mich immer so... Ich wollte eigentlich immer sowas machen. Irgendwas... In jedem Spiel gibt's irgendwas Besonderes, was ich machen möchte. Und hier ist es halt... Möglichst viele Tiere zähmen. Oder am besten noch alle Tiere. Weil das ist einfach irgendwas so... Das machen vielleicht viele, aber nicht alle. Und dann kann man sich doch so ein bisschen abgrenzen. Und das ist auch nicht die Aufgabe, wofür man jetzt der Oberpro sein muss. Sondern das ist, das kann man auch als normaler Spieler gut schaffen. Es ist ja so, ich spiele solche Online-Spiele meist viel. Aber lange, lange nicht so viel wie die richtig krassen Leute. Komm her, Giftschleim. Ah, jetzt wird er angegriffen. Ich bin wütend! Er ist wütend. Und da ist noch mehr Giftschleim. Wir sind ja überall Giftschleimer. Ich möchte einen Lindwurm haben. Lindwürme sind amphibische Viecher. Oh. Cool. Warum fliegen da oben Felsen? Egal. Lassen wir die Felsen einfach mal Felsen sein. Haben wir zwischen einen Dolch gefunden? Leider nicht. Wird aber auch. Wo ist denn... Ja, sag ich mal, der Hain. Das müsste doch hier sein, ne? Da könnte man doch unten durch, theoretisch. Oh, zuerst mache ich meine persönliche Storyline. Die haben wir bis jetzt ja leider komplett vernachlässigt. Werde ich mich mal auf direkten Weg dahin geben. Ich werde nicht reisen, weil es möglich ist, dass ich unterwegs noch Quests finde, oder Events, besser gesagt. Was sag ich denn? Hier haben wir es schon. Hier haben wir das erste Event. Welches Level? Level 3 ist schaffbar. So, da haben wir dann schon... Oh, hier ist aber einiges los. Auch wieder jung. Großer Baum, das war erstaunlich. Die Spinne möchte ich mir auch zähmen noch.
Das ist erfrischend. Hier, theoretisch könnte man die Jungen zähmen, wenn sie grün wären. Meine Dankbarkeit ist grenzenlos. Na, greift mich anders wie ich. Spür die Rache meines Schwertes. Boah, warum ist die so riesig? Ich bin schnell wie der Wind. Da ist noch eine. Meine Wut. Warum sind die alle so riesig? Was ist denn hier kaputt? Boah, die machen das schon alles kaputt, bevor ich überhaupt da bin. Ich möchte endlich einen Kurzbogen haben. Schön. Das Tolle ist, mit dem Schwert machen auch immer Gebietsschaden ein bisschen. Das heißt, man trifft viele Gegner um sich herum. Das ist eine Gelegenheit für einen schnellen Rückzug. Die Spinnenkönigin, juhu! Spinnenkönigin! So, erstmal wieder einen Buff verteilen, alle meine Kollegen. Und direkt wieder drauf springen. So, dann hat mein Tier nochmal ein bisschen Heilung gegeben. Und direkt wieder drauf, weil die kann ich ja noch nicht machen. Ich würde sagen, die ganzen Währungsfähigkeiten erfüllt in PvP wirklich erst ihre ganze Kraft. Was kann ich mit dem Felsen machen? Schnell wie der Wind. Nichts, ich kann ihn nur werfen. Ah, die Spinnenkönigin legt was? Ein Spinnenbein, na toll. Ich möchte Felsen weglegen. Ach so, ich bin durch das Rotkäppchen geschrumpft. Und jetzt? Was mache ich jetzt hier drin? Jetzt habe ich die da rausgeworfen. Das ist ja cool. Noch mehr Höhlenspinnen. Wo kommt ihr alle her? Lass meinen Hund in Ruhe. Jo, und ich bin eine Stufe aufgestiegen. Haben wir irgendwas bekommen? Nein, noch nicht. Schade. Irgendwann bekommen wir dann ja auch großer Stein. Was kann ich denn damit machen? Toll. Ich bin irgendwie jetzt weggeflogen. Ich weiß nicht warum. Ich möchte euch zähmen. Hört auf, wegzurennen. Na toll. Die wollen sich wohl nicht zähmen lassen, die kleinen Viecher. Das soll aber nicht weiter stören. Jetzt werden wir nämlich erstmal Sachen kaufen und dann uns wieder auf den Weg begeben zu unserer persönlichen Story. Lasst ein Unrecht nie zu bösem Eifer. Ja, ich mag Suppe. Aber ich möchte kein Rezept davon lernen. Denn Koch möchte ich nicht werden. Einfach so nicht. Kochen finde ich jetzt irgendwie langweilig immer. War es in jedem Spiel. Hier wird es wahrscheinlich nicht langweilig sein, aber... Verwandlung? Achso. Verwaltung. Hier kann man sie alle Tiere sehen, die man sich zähmen kann. Hier. Cool, oder? Kann ich ihn umbenennen eigentlich? Oh, schön. Den nenne ich jetzt erstmal Rex. Ich weiß nicht warum. Rex ist irgendwie so ein typischer Name für Tiere. Eine Dschungelspinne. Ich möchte aber eine junge Spinne haben. Dschungelspinne. Eine junge Dschungelspinne möchte ich haben. Oder eine Höhlenspinne. Warum gibt es hier keine Tiere für mich? Juh, Spinnen. Pass auf, Rex. Da ist ein... Angriff! Greif an, Rex. So. Rex macht auch, was ich will. Ah, überall Spinnen, aber nichts, was ich zähmen kann. Schade aber auch. Ein Schuppenlindwurm, aber wahrscheinlich keine Jungen. Ah, warum kann ich ihn nicht zähmen? Komm schon. Da musst du halt sterben, wenn du dich nicht zähmen lässt. Das müssen die Tiere einfach lernen. Wer sich nicht zähmen lässt, muss sterben. Irgendwann werden sie es drauf haben. Hoffe ich mal. Seid vorsichtig. Ich könnte euch küssen. Danke. Kann ich ja schon abbauen? Habe ich schon eine Spitzhacke gekauft? Ich weiß es gar nicht. Ja, habe ich. Cool. Erz ist, glaube ich, auch relativ wichtig für Konstrukteure. Aber wo ist das Event? Das Event ist dort. So. Aber schauen wir das nächste Event. Ich finde, die Events sind hier richtig geschaltet von der Intensität her. Also, dass es genug Events gibt, aber auch nicht zu viele.
Ich brauche mehr Leuchtmittel für die Lampen der Stadt. Na, sowas hier, ne? Ja. Was? Warum kommt jetzt ein Käfer raus? Na, egal. Lass mal den Käfer einfach mal Käfer sein und töten ihn. So, noch ist das, finde ich, ist der Waldläufer ein bisschen lahm oder langweilig. Was aber nur daran liegt, dass wir noch, sag ich mal, ja, weil wir noch das zweite Waffenset nicht haben. Ich finde, der Waldläufer ist eine der Klassen, die erst durch das zweite Waffenset wirklich cool werden. Da sie dann fließend zwischen Nah- und Fernkampf hin- und her schalten können. Och, du lässt dich auch nicht zählen, du Drecksviech, oder? Albtraumhof. Bin ich auch noch nicht stark genug für. Los, Vögel, greift ihn an. Die Vögel, die hören auf mich. Aber auf jeden Fall ist es so, dass ein Bär wird das stärkste Verteidigungstier sein. Das heißt, Bären haben sehr, sehr viel Leben und auch sehr viel Rüstung. Und sind dadurch relativ stark zu verteidigen, aber machen dadurch wenig Schaden. Das ist wirklich so. Das sage ich nicht nur so, weil die Tiere haben verschiedene Eigenschaften. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt sehen kann. Nutzt den Moment. Seid vorsichtig. Nee, ich glaube nicht. Wir kämpfen hier gegen Albträume. So, jetzt habe ich ihnen schon 6 Leuchtmittel gegeben. Und ich möchte meine Lindwürmer zählen. Warum geht das denn nicht? Na toll. Vielleicht, wenn ich damit hier wegstecke. Vielleicht geht's dann. Ich brauche mehr Leuchtmittel für die Lampen der Stadt. Nein, dann geht's auch nicht. Na, blöd aber auch. Angriff! Los, Rex, greif an! Mein Adrenalin steigt an! So, da sind noch mehr Leuchtkäfer. Die sind ja überall hier. Das ist cool, das sind Events. Überall sind Leute. Es wird wahrscheinlich bis jetzt so sein, weil halt alle noch im Startgebiet hocken, alle Silvari. Später wird es jetzt wahrscheinlich legen, aber außerordentlich befriedigend. Hoffentlich immer noch ähnlich sein. Wird nicht ganz zurückgehen. Weil, wie gesagt, es hocken noch alle im Startgebiet, alle im gleichen Level. Das kann man daraus großartig machen. Außerdem fällt mir gerade auf, dass die FPS ruhig ein bisschen höher sein können. Wo habe ich es denn? Grafikoptionen. Oh, es wird in 3 Minuten neu gestartet. Shaders mache ich auch mal auf Mittel. Ja, jetzt sind wir durch. Sind wir bei 30 und wieder bei 20. Na toll. Egal, auf jeden Fall ist eine neue Version verfügbar. Vielleicht kann man endlich die Tiere anzähmen. Hoffe ich einfach mal. Oh, ein Schuppenlindwurm, Junges, läuft amok. Müssen wir verhindern, indem wir es töten. Ja, es wird gleich neu gestartet. Okay, dann verabschiede ich mich dann schon mal. Und dann werden wir es auch sofort wiedersehen danach, weil ich werde danach direkt wieder aufnehmen. Aber erstmal möchte ich noch hier meinen Beitrag abgeben, damit ich auch schön Punkte kriege. Seid vorsichtig. Ich verteidige diesen Ort. Komisch, dass hier noch Englisch geredet wird, weil eigentlich ist das ein deutscher Server hier. Aber habe ich jetzt so direkt auch nichts gegen. Das ist erfrischend. Weil wir kämpfen hoffentlich legt sich das ein bisschen. Ich möchte jetzt in den Städten nicht nur Englisch sprechen, deswegen habe ich einen deutschen Server gewählt. Aber wenn das bis jetzt zu Anfangs noch ist, habe ich da nichts gegen. Ich möchte ja nicht intolerant wirken. Wo haben wir es denn hier? Mein Leuchtkäfer wieder. Komm her, Leuchtkäfer. Bam. Oh, geht viel zu schnell. Da ist noch ein Leuchtkäfernest. So. Oh, ich treffe netterweise wieder beide. Sogar 3. Cool, der Wald einfach so wirbelwind irgendwie. Der ist sogar noch wirbeliger als der Schurke. Und jetzt sollte ich aber auch schnell. Dass ich es nicht schaffe. Eine Minute habe ich noch Zeit. Und dann sollte ich aber auch mal die Quest abgeben. Oder besser gesagt, meine Gegenstände, die ich für die Quest habe. Und damit wir die auch noch rechtzeitig schaffen. Oh, ich brauche Leben.
So, ihr seht auch, hier spawnen noch genug Moskitos. Und jetzt nochmal alles abgeben, damit wir das noch schaffen, rechtzeitig. Los Leute, gebt die Quest ab, wir brauchen die. Okay, da habe ich hier einen Nisa gemutet. Ich weiß nicht, ich glaube, man hört einen kurzen Knacken. Fantastisch. Wenn man mein Mikrofon mutet. Ich habe jetzt genug Leuchtmittel, um die Stadt erstrahlen zu lassen. Aber ich nehme gern noch mehr. Juhu, sie hat genug, also ab zu ihr. Okay, das Event werden wir nicht mal schaffen. Aber ich glaube, wir kriegen die Belohnung trotzdem. Wir kämpfen hier gegen Albträume. 30 Sekunden wird es mal gestartet, 24 Sekunden.